begleitet uns heute zum D23-Tag hier in Disneyland Anaheim. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus Disneyland Anaheim. Sam hat schon ihre Ohren angezogen. Heute ist D23 Day. Das bedeutet, heute dürfen nur D23-Member in den Park. Und es gibt ein paar Specials. Wir kriegen auch einen gratis Hut. Hoffentlich, aber ich denke, wir sind noch früh dran. Es gibt Meet and Greets mit Lotso. Und Max und Goofy. Deswegen hat Sam da ihr Hemd an. Es wird eine Spezialparade geben, es gibt Snack, es gibt Merchandise. Merchandise für Show. Tarzan zum Beispiel und so. Wir checken das alles out. Man kann Ohren selbst basteln. Das gucken wir auch noch. Und there is a dance party. Yes, we're excited mit Stitch. For that. And you still have a little bit of sun cream on the side. Oh my god. Ja, wir wollten eigentlich um 7:15 aus dem Hotel, waren 15 Minuten später, aber ist noch okay. Wir haben jetzt 7:05. Ich war vor dem Wecker sogar schon wach. Ist halt Jetlag. Aber ich bin fresh, freue mich und los geht's. Und übrigens, wie das hier mit der Security abläuft, bisschen anders als in Paris oder in Orlando. Hier wird alles manuell gecheckt. Jede Tasche muss manuell gecheckt werden von einem Officer. Das heißt, ihr macht eure Reißverschlüsse auf, da gucken die dann rein und so. Das dauert immer ein bisschen. Ja, it is halt, also, ne, it is what it is. Müssen wir halt damit klarkommen. Ich zeige euch aber hier auch mal die Signs. Disney California Adventure, Downtown und Disneyland Park. Wir gehen zuerst in den Disneyland Park. Doesn't look too bad, the security. No? It's okay. We didn't look too bad. Which line should we take? Just like... I don't know. Let's go for it. Yeah. Und wir müssen noch unsere, wie heißt es jetzt, Multiple Lightning Genie Plus, früher hieß es. Ich muss noch gucken, wie es neu jetzt heißt. I think it's like Multipass. Weil wir haben Multipass mit unserem Ticket. Und dann müssen wir gleich, es geht aber erst, wenn man mit im Park ist. Und deswegen ja, zeige ich euch mal Magic Band. Aber jetzt gehen wir erstmal durch Security. Die Indiana Jones Musik spielt. Und ja, hier war das gestern Abend war es noch nicht gecovert, dieses Pixar-Schild. Aber ja, wir hoffen vielleicht noch ein bisschen Halloween-Merch zu sehen bis nächste Woche. Mal sehen. Und ja, jetzt geht es erstmal in den Park. Oh, hat Sasu verloren. Ha? Like ja. Übrigens tut mir leid, wenn ich zwischendurch mal mit Sam Englisch spreche, aber ist halt einfacher mit der Kommunikation, habe ich gestern schon im Video gesagt. Und ja, für mich geht es zum ersten Mal jetzt in den Park rein. Hallo. Thank you. Next. Da ist direkt ein Fotopass vor dem Bahnhof mit der Iconic Mickey. Aber die Schlange ist schon sehr lang. Wir stehen jetzt hier beim Fotopass-Fotografen an am Bahnhof und habe währenddessen eine Lightning, also ne, ich habe mich virtuell angestellt für Haunted Mansion Holiday. Das ist ja das Halloween-Layover, was jetzt seit ein paar Tagen ist. Und dafür muss man sich virtuell anstellen. Und ich habe eine Gruppe für uns bekommen. Das heißt, ja, machen wir heute Haunted Mansion Holiday. Sehr gespannt. Und ja, wie gesagt, machen wir jetzt mal ein Foto hier und dann geht's rein. Ich habe mir schon die Angst, dass das Schloss mich, ja, also das ist, ich weiß, dass das Schloss sehr klein ist. Aber ich bin trotzdem happy hier zu sein. Auf Walls, in Walls Fußstapfen sozusagen. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Hier über die Pflastersteine ist irgendwann mal Walt Disney gelaufen und einfach magisch hier zu sein. Wir holen uns jetzt unsere gratis Kappen ab. Es gibt anscheinend zwei verschiedene. Einmal komplett schwarz, einmal türkis. Und die holen wir uns ab. I think it is the map, no? Yeah. Yes. Can I have the blue one? Yeah. Thank you so much. Can I have the blue one instead? Thank you so much. Thank you. Ja, D23 und hier seht ihr, geben sie die Kappen aus. Natürlich eine pro Person. Es gibt zwei verschiedene Designs. Ich wusste gar nicht, dass es zwei verschiedene Designs geben wird. Und ja, gratis sind wir ja schon mal dabei. And the people are, what are they queuing already for? For the merch? It says something there. Thomas signing. Oh, Thomas, that's cool though. Yeah. Right.
So, die ersten. Yeah? Oh, they're the pearls. Oh my god. Let's go and say hi. Oh. Vente, Melanie, vente, Melanie. Happy 2023 day. It's officially that time for the Ultimate Disney Fan Event. And I can't wait to celebrate here all 3 days. See you later, Mickey. And happy 2023. Aw, thank you so much, Daisy. Smells like strawberries, right? That's so good. Aw, thank you. Here's Daisy. Ich habe mich tatsächlich noch nicht umgedreht und habe aufs Schloss geguckt. Man sieht aber wahrscheinlich aber eh nicht viel, hat Sam gemeint. Aber ich habe noch nicht geguckt. Ich würde gerne erstmal meinen First Visit Button hier in der City Hall abholen, weil es ist ja mein erster Besuch hier. Da ist er, mein First Visit Button mit meinem Namen und dem Datum sogar. Richtig cool. Und ja, den ziehe ich jetzt mal an. You see? I got it. Oh, yeah! Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen länger in der Schlange hier für den Fotopass-Fotografen hier mit dem Background. Ja, ist kein Charakter, ist aber nur dieser Fotospot mit dem Schloss. Aber mit dem Hüten müssen wir da wenigstens ein Foto machen. So, wir laufen jetzt hier die Main Street runter. Haben auch noch Jojo getroffen, ein großer YouTuber. Und da ist das Schloss, ja? Da ist es. Es ist schon klein, aber es ist trotzdem mega. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich hier lang laufe. Es ist, ja, mega hier zu sein, da wo Walt auch mal selbst drüber gelaufen ist. Es ist sehr, sehr voll, also wir wollten eigentlich einen Kaffee bei Starbucks, aber die Schlangen sind ridiculous. Also überall ist es so viele Menschen. Also mein erster Tag hier im Park und es ist super voll. Wir müssen auch gleich mal rüber in den anderen Park, weil Lotso ist nur bis 1 Uhr da. Und ich habe eigentlich Hunger. Ich habe seit gestern 2 Uhr mittags, Local Time, nichts mehr gegessen. Und deswegen, so langsam bräuchte ich was im Magen. Aber ja, da ist das Schloss. Hi Alice, how are you? Alice, how are you doing? Oh, I'm doing wonderful. Yeah, good, thank you. Very happy to be here. Oh, I'm so glad to be here. My friend's first time. My first time today. My first visit. Your first time, yes. Really? Are you excited? I'm very excited. What's happening? What? It's my first time today. First time, what took you so long? I've been waiting for you. Why would you keep me waiting all the time? Should we have a cup of tea later? What's that? Should we have a cup of tea later? Why later? We can have it now. Oh! My favorite color, blue. Oh, blue's yeah. My favorite color as well, Alice. You've got good taste. Well done. Have a sip. Oh, oh, very tasty. Very this tasty. This is a special blend that I make. I call it M. Oh, nice. Are you selling it as well? MT. MT. That's what it's called. Oh, you see Cheshire Cat is here. Oh, yes. Yeah. You're all over the place. I haven't been here. It's my first time I'm walking through the streets now. See, you've seen all the good stuff. Yeah. Yes. They also church cat right here too. Oh, nice. Oh, you have some, it's like a magic bag. I know. Tea! Oh, I want some of that. A great time. Thank you and enjoy your day. Der nächste Programmpunkt von D23 ist jetzt auch hier dieser Magic Shot bei It's a Small World. Da ist die Schlange nicht ganz so lang wie vorne, aber dennoch. Und da ist It's a Small World. Ich glaube, die nächsten Tage werden ein bisschen entspannter, die anderen zwei. Oder heute Abend auch, weil ich denke mal, viele Locals werden heute Abend auch nach Hause fahren und so weiter. Die werden nicht bis 12 Uhr hier bleiben. Da hoffe ich, dass es ein bisschen entspannter wird und ich den Park auch noch ein bisschen mehr erkunden kann. Aktuell ist es gerade so, ein Programmpunkt nach dem anderen abklappern. Ich drehe mich mal. Und ja, Coffee brauchen wir auch noch. Ja, naja, ich werde es überleben. Was ich jetzt schon hier liebe, ihr habt eben schon Alice und den Mad Hatter gesehen und hier laufen einfach die Charaktere so durch den Park. Hier Pinocchio und Geppetto, wir haben Peter Pan gesehen
Und die laufen einfach so rum. Klar werden sie nach Fotos gefragt und so weiter, aber ohne Castmembers, das ist crazy. Ja, hier zum Beispiel, ich muss jetzt einen Shot machen, kann euch das Bild gerne einblenden. Und hier habt ihr jetzt einfach Genie mit ja, einer bisschen Warteschlange, aber das finde ich jetzt schon mal so krass, dass die Charaktere einfach hier so rumlaufen können ohne Probleme. Mega cool. Bevor wir rübergehen, machen wir jetzt noch eine Attraktion. It's a Small World. 10 Minuten Wartezeit aktuell. Und hier, das ist tatsächlich sehr besonders, weil es auch Disney-Charaktere hat. Und ich freue mich drauf. It's a Small World ist tatsächlich hier, also im Gebäude drin. Aber der Wartebereich ist komplett draußen und man steigt auch draußen in das Boot ein. Also ganz anders. Attraktion raus und hier gibt es einen mega süßen Spirit Jersey. Can I see the other side as well? Yay. Ja, Merchandise ist ja wirklich crazy. Ich mag, dass die Charaktere da, die Disney-Charaktere dazwischen drin sind. Die sind gut integriert. Es ist nicht überwältigend, wenn man weiß, dass sie drin sind, sieht man sie. Das Grand Finale ist natürlich in Paris viel schöner. Und was mich ja auch hier, also nicht stört, aber ist halt anders als bei uns, dass man immer auf den beiden Seiten es wechselt. Bei uns in Paris ist ja überall was. Oh, da ist Mary da. Turn. Ja, also das ist hier. Oh, ich bin gut am Rad now. Ja. Ja, es ist so krass, dass wir hier einfach so rumlaufen können, ohne dass sie. Klar, sie werden trotzdem irgendwie angesprochen und so weiter. Und da ist die Band. The band is playing. Oh yeah, they're here. Not even in front of the castle. Ja, auf jeden Fall bei It's a Small World, man wechselt halt jeweils die Seiten, wo man guckt, aber trotzdem mega süß.
wirklich sehr, sehr schön. Wie sie die Liste, die da gespielt haben und so. Macht mich gerade ein bisschen emotional. Huch, sorry. No, I'm just like, yeah. Ja, es war richtig schön. Ja, es passiert so viel hier, also man kann gar nicht alles aufgreifen. Wir haben jetzt kurz vor 11, wir werden jetzt den Park wechseln, weil man kann erst Park hoppen ab 11 Uhr hier. Und wir gehen jetzt rüber, um Lotso zu treffen. Mal gucken, ob wir es dann schaffen. Ich hoffe, dass wir es zur Parade zurückschaffen für die D23 Parade. Die Leute warten hier auch schon. Also es ist so ähnlich, wenn wir in Paris sind, haben wir auch nichts zu tun. Warten mal 2-3 Stunden für eine Parade. Machen wir hier natürlich nicht. Wir hoffen, dass wir sie ein bisschen sehen werden und ja, die kommt ja eine ganze Strecke lang. Also wir gehen jetzt erstmal rüber in den anderen Park und das wird dann auch das erste Mal für mich sein in California Adventure. Und ich habe morgen noch nichts gegessen übrigens. Hier seht ihr nochmal die Leute, die hier warten schon auf die Parade und die Leute, die da anstehen. Ich weiß nicht wofür. Also hier stehen überall irgendwelche Leute an für dieses Penny Arcade. Und die Schlange ist halt riesig. Wie gesagt, das sind halt meistens Locals, also die hier wohnen und kein Problem haben, in langen Schlangen zu stehen. So wie wir ähnlich wie in Disneyland Paris, ist uns das ja auch egal. Aber hier machen wir das heute nicht mit. Wir werden diesen Park nie verlassen. Die ganze Zeit geht hier irgendwas ab. Hier ist Schneewittchen. Ja. Und so einfach ist das Parkhoppen hier. Man geht 200 Meter auf die andere Seite und ist dann im anderen Park. Und ich rieche Burger. Oh, Hunger. I think they're already queuing for it. I know. Ja, die stehen da schon an fürs Parkhoppen. Ja, wir sind jetzt drin, da ist Clarabelle. Also wie gesagt, die laufen hier echt einfach rum. Aber Sam ist immer so, es wird irgendwie George Clooney vorbeilaufen. So, oh Clarabelle! Oh, Peter Pan! Ich sage, oh Gott, kriege ich ja kurz einen Herzinfarkt. Auf jeden Fall ist der Eingang jetzt hier nicht so spektakulär zu Adventureland, California Adventure. Wir suchen jetzt erstmal den Fotospot mit Lotso zu finden. Oh, there's Goofy! There's Goofy! He was Goofy as well! So you're now becoming like a George Clooney situation. But he has a special outfit, yeah? We'll have to meet him one day. Very cute. Also die machen hier anscheinend diese Fotospots einfach so irgendwie random auf. Also die laufen dann irgendwo hin und sagen, okay, hier machen wir jetzt die Fotos. Und ja, aber wir sind ja auf Mission, wir wollen zu Lotso. Kann auch sein, dass wir uns splitten müssen für die Parade später. Dass ich bei Lotso bleibe und Sam zurück in den anderen Park geht. Mal schauen. Und da ist Pixapier. Mit Incredible Coaster. Ich weiß nicht, wie der heißt. Incredible. Von der Incredibles auf jeden Fall. Das Riesenrad mit den schaukelnden Dingern. Und ich versuche jetzt hier, Sam ist nämlich den Kopf, der ist unseren Kaffee holen gegangen. Und ich versuche jetzt hier mich alleine durchzuschlagen und den Weg zur Lotso zu finden. Es ist aber sehr heiß. Puh. Wie schön das einfach aussieht. So schön. Love it.
Fotos machen wir hier später noch. In meinem Outfit am Pixar Pier. Es ist so schön. Ich weiß, ich war eben noch im anderen Park, aber wir sind jetzt wieder im Disneyland Park. Weil, als ich bei Lotso stand, hat sie dann gesagt, die Dame, dass Lotso spätestens sollten wir um 1.30 Uhr kommen. Und es gibt ja eine Special Parade jetzt für D23, die ist um 11:45 Uhr. Und deswegen machen wir die jetzt zuerst. Wir sind direkt hier am Ausgang und sitzen jetzt hier in der Sonne. Deswegen habe ich auch meinen Hut angezogen. Hatte gerade wenigstens einen Kaffee, der auch schon leer ist, ein Cold Brew. Hab mal nichts gegessen, muss aber jetzt gleich mal, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen auch. Eingecremt habe ich mich natürlich, muss mein Wasser auffüllen, das ist super heiß. Also Sam hält hier meinen Ventilator im Wechsel. Aber ich freue mich trotzdem, jetzt die Parade zu sehen. Es sind wohl auch seltene Charaktere dabei und ja. Hopefully the cover will be good, you know? Yes, I hope so. I hope it's worth. Yeah. Like, come on. Aber es ist super heiß, also wir sitzen halt auch gerade mitten in der Sonne. The world-famous Disneyland Band, selected Disney legends, and 23 of your favorite Disney characters are here. 23! Yay! I wonder who. Because for D23. Oh, oh yeah! Babam Bush. Also alle hatten gerade dieselbe Idee, wie wir haben, und zwar den Park zu wechseln. Ist gerade mega voll, aber war eine süße Parade mit den Disney Legends. War jetzt nur 2 Minuten, also es war jetzt nicht mega lang, aber trotzdem sehr süß. Wir gehen jetzt rüber und treffen Lotso. Was ich noch sagen will, die Leute hier sind alle so nett. Das habe ich euch hier gar nicht noch gezeigt. Wir haben eben, what was her name? Bilia. Bilia getroffen. Yeah. Kommt aus, also sie ist eine Local hier. Und übrigens hat sie uns gesagt, die Jahreskarten hier kosten 1.600 Euro. Und wir beschweren uns über 700 schon. Never complain about Disneyland Paris again. Und sie hat uns einfach so Pins geschenkt. Sie hat gefragt, ob wir Pin-Trader sind. Sind wir nicht, aber sie hat uns einfach Pins geschenkt. Die Leute sind hier so süß und einfach nett. Ja, es ist einfach magical. Huh. Auch wenn es voll ist, heiß. Ich schwitze und so, aber we have the best time ever. Yeah, yes, really do. It's hot and it's tiring, but it's great. Best day. It's magic. Und übrigens haben wir nur 20, 25 Minuten gewartet, yeah, für Lotso. Yeah, crazy. In Disneyland Paris werde das 5 hours, probably. 5 hours, ja, yeah, 5 Stunden. Look how cute he is. I'll take these. I got him. Yeah, I got him. Yes, why? Okay, I have a my glasses. Okay, right.
meeting Lotso was so süß. Oh, he was so cute. Yeah. And he loved your outfit. Ja, er hat mein Outfit geliebt. Überall Lotso. Und wie gesagt, wir haben jetzt 20, 30 Minuten gewartet. Eigentlich hätte er eine Pause machen sollen. Yeah, even with a pause, you're right. Aber er kam dann schneller und es war super. Wie gesagt, in Paris werden wir wahrscheinlich 5 bis 6 Stunden dafür gewartet. Ja, also wir, so wie bei Mandalorian. Für Mandalorian habe ich 4 Stunden gewartet. Oh my god. Also, for the photo though. The photo you have is amazing. Ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die 4 Stunden. Aber das ist halt, weil wir so oft dort sind. Hier würde ich keine 3, 4 Stunden warten, um jemanden zu treffen, weil wir halt so wenig Zeit haben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die... Oh, it smells like garlic. I know. Where is it from? I'm happy we're going to Pim Kitchen. Ja, wir gehen jetzt in die Pim Kitchen. Ist übrigens anders als unsere Pim Kitchen im Avengers Campus. Ist hier ein Schnellimbiss-Restaurant. Wir haben einen Mobile Order gemacht. Wir haben noch nichts gegessen. Ich habe seit 24 Stunden fast nichts mehr gegessen. So langsam kriege ich auch Hunger. Aber es ist so warm, also man verspürt auch gar nicht so viel Hunger. Eher Durst. Und ich bin froh, dass ich meine Kappe, die ich eben gerade ausgezogen habe, mitgenommen habe. Weil es ist einfach so heiß. Wir haben natürlich Lichtschutzfaktor, also Sonnencreme drauf. Wir haben Kappen dabei, Wasser, aber trotzdem, es ist super heiß. Und ich freue mich jetzt schon auf die Dusche heute Abend. Ja. Okay. Thanks for showing up, Loki Bear. That honestly checks out. Okay. Well, anyway, as the aliens were finally fleeing away in defeat, Cinder was... Wait right here, please. Yes. Wir gehen jetzt in der Pim Kitchen essen. Wir haben so Hunger. Okay, also hier ist anscheinend... Moment, mein Mikro. Hier ist anscheinend Pickup für Mobile Order. Also wir haben vorher bestellt. Sieht hier so aus. Super praktisch hier. Man kann mit Apple Pay bezahlen. Und genau, ist wie gesagt ein Schnellimbiss-Restaurant. Hier gibt es halt so Riesenbrezeln, Sandwiches und Chimichanga und so. Ja, sieht alles mega cool aus. Und ja, so sieht das Restaurant aus. Das ist die Schlange, die normale Schlange zum Bestellen. Ich muss jetzt warten, bis da meine Zahl draufsteht. Das ist jetzt unser Essen. Sam hat sich dieses Chicken Sandwich genommen mit Riesenschnitzel, keinem Brötchen, dazu Potato Bites. Für mich gibt es dieses Mozzarella Sandwich mit Potato Bites. Mayo, Ketchup ist gratis und ich habe eigentlich nur nach Eiswasser gefragt. Hat sie mir einmal die Becher in die Hand gedrückt, da habe ich jetzt an der Zapfstation zu mir limitierte Deadpool Cola geholt und probiere ich mal. Ein kaltes Getränk erstmal, aber ist so ein bisschen wie Cherry Coke und ich liebe Cherry Coke. Jetzt wird es langsam ein bisschen entspannter. Wir machen jetzt hier ein paar Fotos, wie gesagt, am Pixar Pier. Wir wollen aber die nächsten Tage, wenn wir nochmal hier sind, nochmal herkommen zur Golden Hour und so. Am Montag haben wir jetzt tatsächlich nur das Prinzessin-Frühstück morgens und sind dann relativ relaxed über den Tag. Ich werde auch nicht alle Attraktionen hier fahren, nur halt die ich wirklich möchte. Genau. Ja, ansonsten Baymax sollen wir auch treffen nächste Woche. Aber Max und Goofy müssen wir heute noch treffen. Und dann haben wir noch eine Virtual Queue für Haunted Mansion. Yeah, we're in the second one again. Halloween Layover, also mit Nightmare Before Christmas. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann haben wir um 17 Uhr nochmal Essen. Reservierung, weil wir heute Abend ja Fantasmic gucken. Das wird aber in einem separaten Video sein. Also ich werde das D23, nach Max und Goofy werde ich das Video hier beenden, weil es eh schon so lang ist. Und werde dann neu starten mit dem Abend, was wir machen und dann habe ich dann 2 verschiedene Videos. Aber ja, wird auf jeden Fall genug Content geben. Are you excited? I'm so excited. I'm happy right now. I'm very in the shade with Eden. Yes. I'm tired, but also happy. Ja, yeah, because ich musste sie ja heute Morgen wecken. Sie ist eigentlich nicht so der frühe Aufsteher. Aber es hat sich gelohnt. Exactly. Thank you. I like your strawberry dress.
Thank you so much. You like strawberries as well? Oh, I do. My favorite is strawberry pie. You'll have to stop by. I'll have to make you some. Are you collecting them in the forest with the seven dwarfs? Well, of course. I love to. So nice to see you. It's my first day, actually, in the whole Disneyland. Where are you visiting from? I'm from Switzerland, from the mountains near Germany. Oh, yeah. Goodness, yes. I was gonna say. You seem very. But I'm German, so I am German. Wow, very special. Yes. You'll have to stop over to my cottage sometime over there. I will. Thank you. So can we have some photos with you? I would love to. Thank you. Ah, Schneewittchen war so süß. Habe übrigens hier mein schönes nasses Halstuch an. Ich habe so ein Handtuch mir gekauft in Hongkong, um mich abzukühlen. Wir sind jetzt wieder im Disneyland. Und gehen jetzt zur Dance Party. Max und Goofy treffen. Mhm. Und vielleicht gucken wir heute Abend noch das Merchandise, weil die Schlange ist ein bisschen kürzer. Mal gucken, vielleicht. Wenn auch, weil meistens, das meiste wird wahrscheinlich schon weg sein heute Abend. Mal gucken. Aber ja, wir hatten jetzt keine Zeit, uns heute auf das Merchandise zu fokussieren. Das machen wir dann ab morgen, weil wir haben ja eh keine Panels morgen. Ne? Mhm. Und ich möchte um 4 Uhr unseren Virtual Queue reservieren. Thank you so much for that. Ja. We love Money Mouse. Genau, aber Snow White war so süß. She was amazing. And just before that, you were saying you don't like her voice, but she's cute. Yeah, she was very cute. I can't put that in. Huh? You can't put that in, can you? Well, of course. Okay. I put everything. She's honest. Yeah, I'm honest. Ja, ich habe gesagt, dass ich Snow Whites Stimme manchmal ein bisschen zu hoch finde. Aber sie war sehr, sehr nett, sehr süß. Und vor allem, wir haben 2 Minuten gewartet. I know. Wir kamen gerade in den Park und dann wären 2 Minuten. Könnt ihr euch vorstellen? A princess like Snow White, it would be like 2 hours. Yeah, in Disneyland, ja. Also wirklich mega hier die Stimmung. Und Disneyland is perfect for characters. If you want new characters, it's one of the, it's out of the best. Hab schon gesagt, Montag, Dienstag möchte ich ganz viele Charaktere treffen. Wir gehen jetzt ins Tomorrowland. Das ist im Prinzip das Discoveryland in Disneyland Paris. Hier ist auch so Star Tours und Bars. Aber wir möchten zur Dance Party. Und die läuft noch bis 6. Da sind auch ein paar Charaktere in so speziellen Outfits, was wir so gesehen haben. Mega cool, ich freue mich drauf. I'm gonna dance by myself, like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, cause I'm gonna dance like nobody's watching. Wir haben es jetzt in den Shop geschafft, in den ersten Merchandise-Shop, weil jetzt die Schlangen nicht mehr so lang waren. Und hier sind super süße Bilder, die man auch kaufen kann. Mega. $105 für jedes Bild. Mit Ursula. Oh, guck mal, das Ariel-Bild ist auch mega schön. Es gibt auch ein kleines Bild mit Ariel. Hier ist auch das Tarzan-Merchandise. Die Ohren sind richtig süß, also die Ohren sind mega. Die finde ich sogar als nicht größer Tarzan-Fan. Dann gibt es hier so eine Figur, die man kaufen kann. Ein Pin. Turk kann man hier kaufen. Eine Tasse. Und das Ornament. So schöne Bilder. I
Have you seen this one? That's so nice. That's Thomas Kincaid. Yes. I love that. Hier haben wir Elsa und Anna, auch richtig tolles Bild. Gibt's auch in klein. Also die gefallen mir echt gut, die Bilder. Da unten auch Cinderella. Hier haben wir Star Wars mit Mando da unten. Hier mit Mando und Baby Yoda. Hier haben wir Alice im Wunderland. The Lion King. Lilo und Stitch. Sorry. Richtig tolle Bilder, muss ich sagen. Jetzt noch die Postkarten gibt es hier noch. Und hier gibt es noch Moana. Hab ich schon gezeigt. Hier gibt es noch Snow White. The Evil Queen. Also ich habe gerade nachgefragt, das Tarzan-Merchandise, also der Spirit-Jersey kam tatsächlich gar nicht an, aus irgendeinem Grund. Und der Lounge-Ride ist wohl ausverkauft, aber ich meine, die Sachen kommen auch in Shop Disney, also Disney Store bei uns. Aber da, bis das Video online ist, wahrscheinlich sind sie schon wieder ausverkauft. Weiteres Merchandise, was es heute für den D23-Tag gab, sind diese Make-Your-Own-Headband-Dings. Habe ich ja schon in Asien gesehen. Das heißt, man kann... Oh, Donald! Da war Donald. Da kann man sich halt das Haarband aussuchen und die verschiedenen Köpfe, dass es dann halt so aussieht. Ich zeige euch auch mal ein Fast-Schaufenster. Habe ich ja schon in Asien gesehen. Also, ja, so neu ist es nicht. Und da haben wir uns jetzt hier nicht angestellt für... Wir sind in Mickey's Toontown und es ist auch das erste Mal, dass ich jetzt hier bin. Wir stehen jetzt gerade an bei Max und Goofy. Es ist tatsächlich länger die Schlange als in bei Lotso eben. Wir sind hier sehr beliebt, weil Max und Goofy hier zusammen wohl auch nicht so oft da sind. Wir warten jetzt hier. Wir haben eigentlich um 17 Uhr noch eine Abendessen-Reservierung wegen unserem Fantasmic Dining Package. Und heute Abend wollte ich noch Churros probieren. Okay. Weil die sollen hier so gut sein. Okay. Hi Goofy, how are you? In Toontown, it's my first time in Disneyland and in Toontown, so... Does your whole outfit smell like strawberries? The bag, I think. Want to smell it? Yes, it does, right? I've met lots of before today, so nice to see you. Wir haben jetzt Goofy getroffen. Wo ist er? Da. War richtig süß. Max ist leider, hat eine kurze Pause gemacht. Aber Max hatte sowieso nur sein normales Outfit an, wie wir es auch schon kennen aus Disneyland Paris. Und wir haben Goofy getroffen, er war richtig süß in seinem Pullover. Aber es ist ganz schön warm in seinem Outfit, in dem Pullover. Aber es war richtig süß. Wir haben jetzt kurz vor 5. Wir gehen jetzt zum Essen. Ich werde aber das Video jetzt hier beenden. Das heißt, das war unser D23-Tag bisher. Ich starte jetzt ein neues Video mit dem Abend, was wir hier machen. Wir schauen Fantasmic, wir schauen das Feuerwerk an und so weiter. Wir werden noch ein paar Attraktionen fahren. Also schaltet auf jeden Fall, also abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, dass ihr die Videos nicht verpasst. Und ich hoffe, dieses Video hier vom D23-Tag hat euch gefallen. Wir hatten wirklich einen schönen Tag, ein bisschen chaotisch, sehr viel los, sehr viele Schlangen. Dennoch war es mega. Mein erster Tag hier im Disneyland, my first visit. Da ist mein Button. Und ja, einfach mega. Ich freue mich auf die nächsten Tage, ich freue mich auf heute Abend. Nehme euch wieder mit, aber die nächsten 3 Tage gehen erstmal um D23. Aber da habe ich euch die Videos schon hochgeladen. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.